Was mich bei der Geoinformatik besonders interessiert, ist, dass man halt immer den Bezug zur Realität hat. Man kann quasi das, was man im Büro macht, draußen greifen. Ich bin der Cedric und studiere Geoinformatik und Vermessung. Wenn man bei Google nachschaut, wie weit die nächste Kneipe weg ist, oder wenn man den schnellsten Weg in den Urlaub sucht, dann muss das Navi oder die App ja auch wissen, wo das Ziel ist und wo man sich auch selbst befindet. Um das Ganze zu verknüpfen, muss das ja einheitlich definiert sein. Dann hat man auch den Bereich der Geoinformatik. Vermessung und Geoinformatik passen dahingehend zusammen, dass für die Vermessung, die wird draußen die Daten gesammelt. Und der Geoinformatik kann man diese Daten dann verarbeiten. Oder man hat Vermessungsdaten draußen, um eine Karte zu generieren, die man dann später in den Anwendungen der Geoinformatik braucht. Also wenn man mal nicht weiterkommt, dann ist das echt kein Problem, wenn man mit den Professoren auch mal denen eine E-Mail schreibt oder anruft. Die sind da echt super offen und immer hilfsbereit. Mich begeistert an dem Studium vor allem dieses Zusammengreifen von verschiedenen Disziplinen. Mit dem Studium hat man sehr viele Möglichkeiten, weil es halt zum einen der Ingenieurberuf ist in der Vermessung, wo man halt auch draußen wirklich aktiv ist, und zum anderen halt der Bereich der Geoinformatik, Informatik, wo man wirklich viel am Rechner auch bei allen möglichen Firmen, eigentlich in der IT-Abteilung, Informatikabteilung, wirklich unterwegs sein kann. Die Hochschule hat eine gute Ausstattung, was auch an Messgeräten geht. Ich selber habe in der Schule niemals einen Informatikkurs oder irgendwas dergleichen besucht und habe schon gedacht, die Programmierung, das wird bestimmt nicht so mein Ding im Studium, aber es ist überhaupt nicht so. Ich hätte das nie erwartet, dass das auch der Teil vom Studium ist, der mir am Ende so viel Spaß macht. An der Hochschule Mainz begeistert mich vor allem dieses angenehme Arbeitsumfeld. Es ist regelrecht familiär und es ist alles andere als anonym hier. Mein Name ist Kerstin und ich studiere Geoinformatik und Vermessung.